Derp, 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 derp. Hi Kinos, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Danke, dass ihr da seid. Ich wollte euch nur ganz kurz jetzt meine Picks noch zeigen für die Champion Stage. Ich habe es wie bei den anderen auch gemacht. Ich meine, wir sind ja überall damit durchgekommen. Hier 2, 4, 5, 6 Picks sogar richtig. Hier knapp die 5 Picks. Ich habe es wieder so gemacht wie bei den anderen. Einfach mal geguckt, was Großteil YouTube sagt. Es ist sehr durchwachsen. Also hier beim ersten Spiel, Enz gegen die Renegades. Jeder sagt, Enz kommt auf jeden Fall weiter. Der Meinung bin ich auch. Vitality Avengers sagt eigentlich auch, die meisten, die Avengers, Vitality kommen weiter. Die wenigsten sind für Avengers, also nehmen wir hier auch Vitality. Energy Navi. Navi hat sich dieses Mal nicht so gut geschlagen, wie ich das gesehen habe, weil, ja, sie sind halt nicht so auf ihrem Hoch wie sonst als. Energy ist, finde ich, einer, oder auch was die meisten sagen, ziemlich eine Überraschung ein bisschen, dass die so. Ja, gut sind, sage ich mal, und ich vertraue hier auch auf ihre Leistung und auch auf das, was YouTube in dem Fall sagt, dass Energy hier weiterkommt. Auch hier bei Astralis gegen Team Liquid ist Team Liquid immer klar im na, vorne mit dabei, die wenigsten Astralis, die meisten Team Liquid. So sieht's aus. Hier müssen wir 2 von 4 hitten. Also ich denke mal, damit sollten wir noch klarkommen. Jetzt wird es dann schon wieder ein bisschen spannender. Es sind halt auch einfach viele 50-50 Games. Es kann jeder gewinnen. Es sind Coinflip Games. Hier fängt es jetzt schon an. Die überwiegenden sagen auf jeden Fall, Enz kommt definitiv vor Vitality weiter. Einige wenige habe ich gesehen, die machen Vitality weiter, aber bei denen in ihrem Szenario gewinnt Vitality auch. Aber ich vertraue hier eigentlich wieder auf die breite Masse. Und auch auf mein Gefühl, weil mir einfach mein Gefühl gerade sagt, ich habe es ja so ein bisschen beobachtet nebenbei die Spiele, dass Enz einfach besser ist wie Vitality. Hier wird es jetzt auch wieder schwierig, weil hier spalten sich die Meinungen. Sehr viele sind für Energy, aber doch muss ich sagen, im Endeffekt hat Team Liquid eigentlich die Nase vorne. Und das sagen dann auch wieder doch die Mehrheit der Leute, dass Team Liquid gewinnen wird. So, und jetzt wird es dann ganz interessant, weil diesen Pick brauchen wir halt definitiv, um die Diamond Coin zu bekommen. Wenn wir hier jetzt dann verscheißen, ist rum, gibt es keine Diamond Coin. Ja, ich schätze die Frage, also mein Gefühl würde mir einfach sagen, dass Enz eigentlich besser ist. Und die meisten, was heißt die meisten? Ich habe auch einige gesehen, die auf Enz tippen. Aber da ist dann wirklich die Mehrzahl der Leute, wo ich gesehen habe, sagen, dass alle Team Liquid gewinnt. Und in dem Fall setze ich halt einfach alles auf Team Liquid in dem Fall. Und hoffe, dass die Mehrheit der YouTuber recht behält, weil ich kenne mich im Endeffekt doch einfach viel zu wenig aus, um hier was Aussagekräftiges zu geben. Wie gesagt, meine Picks basieren auf einem Durchschnitt von dem, was YouTube bringt, was andere CSGO-YouTuber bringen. Ich habe mir mehrere angeguckt, Deutsche, Amis, Russen, eigentlich so ziemlich alle halt. Und das ist so ein guter Durchschnitt von dem, was die Mehrheit sagt. Ich denke, damit liegen wir ganz gut. Wenn wir die Diamond Coin kriegen sollten, wäre das halt richtig nice. Wenn wir es verkacken, gut, dann bleiben wir halt auf der Gold Coin sitzen. Was soll's, auch nicht drauf geschissen, ist ja nur ein Spiel. So, ich tue jetzt meine Picks hier hoch, einmal updaten. Gott im Himmel, ist das laut. Meine Picks sind gesetzt. Ihr habt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme noch 11 Stunden 23, bis das Video online ist, vielleicht noch 11 Stunden. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr meine Picks benutzt, schreibt mir das gerne auch mal unten in die Kommentare rein, ob ihr so gepickt habt wie ich oder anders. Ich würde mich auf jeden Fall über einen Daumen nach oben freuen. Lasst auch gerne einen Kommentar und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.